Ich tippe ähnlich. Ich glaube, dass wir 22 wählen werden, im Frühjahr 22, das sage ich aber schon seit Tagen. Und das ist auch eine demokratiepolitische Notwendigkeit. Ich stimme da meinem Diskussionspartner Dr. Born-Mehner nicht zu. Warum gewählt wird, weil die Stimmung in der Koalition am Ende ist. Ich sage, diese Koalition hat keine Legitimation mehr. Und das ist das Hauptproblem. Wenn ich eine Umfrage habe, und das sind jetzt ausnahmsweise die Umfragen, wo reale Zahlen drinnen stehen, das ist ja einmal ernüchternd in der Republik, dass man einmal das echte Zahlenmaterial sieht, dass die Österreichische Volkspartei nur mehr bei 26% ist und die Grünen nur mehr bei 11%, sind sie bei 37%, bravo, Herr Mathematiker, okay. Bei 37%. Und 37% ist genau um 13% zu wenig, um die Mehrheit von 50% und eine Stimme darzustellen. Und das sehen wir schon die letzten Monate. Das heißt, Grün und Türkis haben keine Mehrheit. Sie haben keine Mehrheit mehr. Und ich glaube, also nach diesen ganzen Revolten und Verwicklungen der vergangenen Tage, der Wunsch der Bevölkerung, dem ein Ende zu setzen, glaube ich, ein sehr großes ist. Bemerkenswert möchte ich auch eines sagen, dass sowohl Werner Kogler, Ihr Freund Werner Kogler, als auch Pamela Scheuer, Andy Wagner, Herbert Kickl komplett exkulpiert haben. Der ist jetzt ein angesehener Staatsmann, mit dem jeder eine Koalition bilden will. Das finde ich ja besonders pfiffig. Sie, der Sie als Vertreter der Grünen an da herinnen sitzen oder heute halt im ganzen linken Gesocks im Land, und man sagt, der Kickl mit seiner Reiterstaffel, schrecklich und fürchterlich und voll gack, dann rühren wir nicht einmal mit der Gurkenzange an, müssen jetzt hier sitzen. Und Sie haben ja gestern den Auftritt von Ihrer Clubobfrau Sigi Stinkefinger Maurer gesehen, in der Zeit im Bild, die dort nach der 10. Frage des Herrn Armin Wolf noch immer nicht antworten konnte, ob nicht die Grünen mit den Blauen eine Koalition wagen. Also das einstige Schmuddelkind der Nation, die Freiheitliche Partei Österreichs, und der Kickl ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die neue politische Normalität. Das haben Sie falsch sowohl verstanden. Kogler als auch Randy Wagner hätten ganz nonchalant, auch die Neos, mit Kickl eine Koalition eingegangen, wenn es darum geht, den Herrn Kurz anzubringen. Gut, das, aber nachdem Sie ja so ehrenwerte Menschen sind, der Zweck heiligt dann doch nicht die Mittel, aber das ist halt die typische Opportunität. Heuchelei, für die Sie ja und Ihre Umgebung bekannt sind. Also, ich fürchte mich nicht vor Neuwahlen, gut, ich bin ja kein Kandidat, sondern ich sehe eine Notwendigkeit, dass es Neuwahlen gibt, weil ich glaube, dass Neuwahlen wahrscheinlich der einzige Mechanismus sind, um zur Stabilität zu kommen, denn Türkis-Grün werden sich nicht mehr grün, sondern die werden sich gegenseitig jeden Tag nur mehr das Leben schwer machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Werner Kogler dazu beigetragen hat, dass Gottvater Sebastian Kurz abgelöst worden ist und ins Parlament, ins Exil geschickt worden ist, vorerst noch. Das verzeihen die ÖVPler den Grünen nie. Also